Solche Geschichten schreibt das Leben, liebe Freunde. Herzlich willkommen bei Carmaniac mit einem Video, das ich so in dieser Art und Weise noch nie gemacht habe. Ihr seid sicherlich neugierig wegen des Titels geworden und das, was ihr hier seht, ist eines der tollsten Kleinfahrzeuge im Elektrobereich, die ich je gesehen habe, nämlich der Fiat 500e. Ihr habt sicherlich mein Video dazu schon gesehen. Ja, ein Geschäftsmann, der sein Elektroauto loswerden will, weil es zu ihm nicht passt. Die Geschichte dahinter ist schon ziemlich interessant, nicht nur warum, sondern wer das auch ist. Und genau das werdet ihr jetzt in diesem Video erfahren. Das verspreche ich euch. Und ich sage euch auch, dass es sich nicht um dieses Auto handelt, obwohl das auch sein Auto ist, sondern es handelt sich um ein anderes Elektroauto. Und wie wir diese ganze Problematik lösen, warum ich hier bin, das werdet ihr jetzt alles erfahren hier bei Carmaniac. Ich freue mich über einen Daumen nach oben für den Algorithmus, über ein Abo, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann legen wir los und ich verspreche euch, es wird spannend, es wird persönlich und es wird interessant. Schön, dass ihr da seid. Wer Carmaniac kennt, weiß, dass, also ganz speziell, wenn man mich fragen würde, was zeichnet deinen Kanal aus, würde ich sagen, die Tatsache, dass es bei mir keine Schönredebrille gibt. Ich weiß nämlich, dass für manche Menschen einfach die Elektromobilität nicht passt. Völlig egal, was sie tun oder wie sehr sie es wollen, es passt einfach nicht. Jetzt fahre ich natürlich auch zwischen 30.000 und 50.000 Kilometern im Jahr, aber es ist ja auch mein Job, der Carmaniac zu sein. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, mache ich ein Video draus, ist ja auch gut für mich. Und ihr lernt was draus oder ihr könnt was vermeiden oder entdeckt coole Tipps oder was auch immer. Der Audi e-tron S. Und um genau dieses Auto geht es. Ich bin hier nämlich in Köln bei LED Technics Germany, nämlich beim Andreas. Und ich kenne den Andreas und ich bin schon seit sehr langer Zeit mit ihm im Austausch über das Thema Elektromobilität, denn er möchte und wollte immer Elektro fahren und hat das auch getan. Zuerst Tesla, dann kam das hier und ja, unterm Strich musste er feststellen, was ich schon gedacht habe, das geht halt einfach nicht. Also hat er gesagt, Chris, was soll ich tun? Hier steht der Wagen, ich brauche jetzt einen Verbrenner und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und ich habe gesagt, pass auf Andreas, dann machen wir das doch so, ich nehme deinen e-tron S, weil ich sowieso eigentlich einen e-tron S wollte, nur nicht darauf warten konnte, weil mein i3-Leasing abgelaufen ist. Ich nehme den Wagen, ich fahre damit, dann bist du das Leasing los und ich versuche über meinen Kanal das Leasing loszuwerden. Das heißt, schon mal als Vorab-Info, wenn ihr euch für den e-tron S interessiert, Parameter gibt es gleich beim Andreas drin, da gehen wir rein, lernen ihn und seine wunderhübsche Frau kennen, was dieses Auto mit sich bringt. Und wenn ihr es haben wollt, unten in der Beschreibungsbox findet ihr dann einen Link dazu und bis ihn jemand übernimmt, werde ich ihn einfach fahren. Und so ist das Problem temporär schon mal gelöst. Auch auf Basis meines Videos hat Andreas und Daniela den Fiat 500e genommen. Fantastisches Auto für die Kurzstrecke, aber für die Langstrecke muss es auch was sein. Und das ist das hier geworden. Ja, ein Audi S6 ist ein Diesel. Und ich muss euch eines vorweg sagen, 7,8 Liter Verbrauch zeigt er im Bordcomputer an. Also jetzt zu sagen, der ist ultra ineffizient, kann man nicht. Aber was ist da eigentlich los bei ihm? Warum klappt das nicht aus seiner Sicht? Was hat er so erlebt? Das werden wir ihn jetzt fragen und wir gehen hier jetzt auch direkt rein zur Tür und fragen mal die beiden. Übrigens als Info für euch, wir sind alle negativ getestet, ja, und haben einen Abstand. Da steht der Andreas, da sitzt die Daniela. Hallo. Hi. Sagt Hi zu den Zuschauern, zu den Carmaniac-Zuschauern. Ist ja eine super, super interessante Geschichte. Ich habe jetzt schon ein bisschen draußen erzählt. Ja, und sagt mal, weil ihr seid ja auch viel zusammen unterwegs. Ne? Also ihr habt ja diese Firma zu zweit. Und eines vorweg, bevor ihr erzählt. Nein, das ist nicht Beruf Sohn oder Beruf Tochter, sondern der Andreas hat das anfangs buckelig aufgebaut, mit Akquise, hin und her fahren, mit einem Koffer, ist zu Kunden gegangen, hat Türklinken geputzt, ja, und das, dieser e-tron S oder dieser S6, ist halt einfach die Essenz dieses Fleißes. Also wer sich jetzt wieder beschwert und sagt, so, oh, ein tolles, teures Auto und der muss es ja haben, er hat halt auch was dafür getan und er hatte den Mut. Das möchte ich bei sowas vorwegnehmen, weil so diese deutsche Neidgesellschaft, diese Debatte kann ja schnell mal entfacht werden. Und was ich so bemerkenswert finde, ist, dass die beiden, diese zwei Hübschen hier, das Ganze zusammen machen und trotz dessen, dass sie hier zusammensitzen in der Firma, irgendwie sich nicht haten am Abend. Das ist auch Gold wert, so habe ich das auch mit meiner Frau und beglückwünsche euch dafür. Aber jetzt erzählt mal, wer war der ausschlaggebende Punkt dafür zu sagen, nein, das mit dem Elektroauto einfach temporär, nein, wir müssen diesen e-tron loswerden. Wer will? Also der temporäre Punkt war,
Also wir stellen LED-Leuchten her, die Strom sparen, deswegen passt das Thema E-Auto sehr gut zu uns. Und ich bin nach wie vor von der E-Mobilität überzeugt. Aber man stellt halt im Alltag fest, gerade auf Langstrecken, wenn eine Ladesäule defekt ist, wenn eine Ladesäule belegt ist, dass das sehr viel Zeit kostet. Und ich hatte dann eine gewisse Toleranzgrenze, die wurde jetzt gewisserweise überstiegen. Und bei meiner Frau schon vorher, Ja, absolut. dass wir dann eben entschieden haben, doch wieder auf den Verbrenner umzuschwenken. Und das ist, habe ich schon vorgestellt, der S6 geworden. Aber du hast auch schon wieder gesagt, als du mit dem e-tron wieder gefahren bist, hast du mir ein Video geschickt und gesagt, boah, das ist schon toll mit dem Elektro zu fahren. Ja, hat er mir geschrieben, dass es sich schon viel, viel besser anfühlt als mit dem Diesel. Klar, die sofortige Power, gerade beim e-tron S mit 503 PS. Aber ich kenne ja auch eure Geschichten von WhatsApp, wenn ihr mir geschrieben habt, so unterwegs, so hey, wir stehen jetzt hier in der Schlange, ne? Ihr standet ja bei Ionity in der Schlange, habt gewartet mehrfach, dann war irgendwas defekt und ihr braucht ja auch, wenn ihr ins Allgäu fahrt, hast du ja gesagt, braucht ihr teilweise 6,5 bis 7 Stunden. 6,5 bis 7 anstatt der. 4,5 bis 5 mit Das dem ist schon Verbrenner. krass. Und das ist genau der Punkt. Also, das ist genau der Punkt. Stellt euch vor, jetzt stellt euch das mal vor, völlig ohne diese rosarote Brille. Der Andreas ist unterwegs, ja, auf geschäftlicher Fahrt, was er jeden Tag ist, viele 100 Kilometer in der Woche, oder wie viel in der Woche eigentlich? In der Woche 3.000 bis 4.000. 3 bis 4.000, okay. So, Daniela ist im Office, wartet auf ihn, ne, zu Hause dann. Und dann ist es halt echt kein Unterschied. Und ich bringe ja immer genau diesen Spruch. Bei mir ist es mit den Kiddies und natürlich auch mit meiner Frau. Aber das ist wenigstens mein Beruf, bei ihm nicht. Also er kann nicht rechtfertigen, ja, ich bin mit dem Elektroauto gefahren. Da würde ich auch als Frau fragen, sag mal, tickst du noch ganz sauber? Weil sich in den e-tron reinzusetzen, dann halt die Anzeige, wie oft hast du mir geschrieben, oh, der zeigt nur 210 Kilometer an, Chris, warum? Ist halt ein Monster. Er hat drei Motoren, er hat 22 Zöller drauf. Und da ist es halt nicht egal, ob der Andreas an so einem Tag irgendwie um 7 nach Hause kommt, was ja noch adäquat ist, oder halt um 9, gell? Weil du sitzt halt dann alleine da. Zumindest hoffe ich das für dich, dass sie alleine da sitzt. Und in der Regel zumindest schon mal. Und dann kommt er halt nicht rechtzeitig heim. Und das ist wirklich eine Krücke, weil das ist ja dann jeden Tag so. Theoretisch mit dem Elektroauto, ne? Und das dann halt auch noch bei so einem teuren Auto. Weil, was ist der Listenpreis bei dem? 125.000 Euro für ein Auto, bei dem du dann alle 200 Kilometer dir überlegen musst, was ich jetzt schon wieder überlegen muss, wenn ich heimfahre. Hey, wie lade ich? Meine Tochter hat heute auch noch herzzerreißenderweise in der Früh geweint, weil ich nicht da war. Hat mich gestern Abend gefragt, ob ich denn zum Abendessen zu Hause bin. Ja, mit seinem S6 wäre ich das. Ne? Wenn ich um 12 Uhr losfahre in Köln, jetzt ist es 11:30 Uhr. Wäre es absolut, warum leuchtet diese verdammte Uhr nicht? Wenn ich um 12 Uhr losfahre, wäre ich locker zum Abendessen zu Hause. Ne? Weil ich muss ja nicht halten, aber mit dem muss ich halten. Und das ist halt genau das, was euch halt wahrscheinlich getriggert hat. Ne? Genau. Unterm Strich. Ja. Und wie sind jetzt eigentlich, bevor ich mal ein bisschen so zeigen will, was du hier so alles hast, und ich will auch, dass die Zuschauer ein bisschen was davon haben, dass wir so ein cooles Paket für die zusammenschnüren. Kannst ja mal sagen, ob du irgendwie so ein Giveaway hast gleich. Und bevor wir uns mal ein bisschen angucken, was ihr so genau macht, was sind denn die Parameter vom Auto? Was kostet es? Also das ist ein Leasingvertrag, der über 40.000 Kilometer per Anno geht. Der kann aber noch angepasst werden. Also 10 auch, oder? Genau. Okay. Genau. Kann auf 10.000, 15.000 noch angepasst werden. 24 Monate. Die reine Leasingrate beträgt 1.100 € netto und 1.200 € inklusive Wartung, Verschleiß. Also 1,2 netto. Netto, genau. Also Ohne 1,440 brutto. Genau, ohne Anzahlung. Aber für 40.000 Kilometer im Jahr. Was ja auch wieder zeigt. 24 Monate. Und 24 Monate, weil kurze Leasingdauer normalerweise teurer. Und da sieht man auch schon, er hat es ja auch schon mit dem Hintergedanken gekauft oder gemacht, das Leasing, dass er viele Kilometer fährt. Sieht man an den 40, ihr könnt aber runterschrauben auf 10. Weißt du da den Preis vielleicht, wie viel der ist, wenn man auf 10 runter? 1.000 €. 1.000 netto. Genau, 1.000 € netto. Also zwischen 10 und 40.000 gibt es nur 100 oder 200 € Unterschied netto. Wow. Okay, ja gut. Die Umschreibungsgebühren, die würde ich dann übernehmen. Würdest du sogar übernehmen? Ja. Wow, okay. Winterreifen gibt es nicht dazu. Nein. Nein, okay. Also das sind die Parameter, liebe Freunde. Ist ein gutes Angebot, wenn man bedenkt, dass es halt ein e-tron S ist. Der ist halt nochmal auf jeden Fall teurer aufgrund des Listenpreises, auch als der normale e-tron. Ist die SUV-Variante, gucken wir gleich mal an. Und ja, dann könnt ihr gerne schreiben. Unten ist eine E-Mail-Adresse, wenn ihr euch für das Auto interessiert. Ich muss eines direkt dazu sagen. Ich werde jetzt dieses Auto fahren. Und aus zeitlichen Gründen und auch aus organisatorischen und um die Privatsphäre zu wahren, wird die Besichtigung des Autos bei mir in München natürlich jemand anderes übernehmen. Das heißt, wenn jemand
jemand von euch sich wirklich für das Auto interessiert, übergebe ich das, also diese Besichtigung, und das wird halt dann jemand machen für mich. Also bitte nur melden, wenn ihr wirklich richtiges Kaufinteresse habt. Wir können uns da leider nicht vor Ort treffen und dann quatschen und sowas, weil diese Zeit habe ich leider einfach absolut nicht. Ich freue mich immer, wenn ich euch an der Ladesäule treffe und so, ist richtig geil, aber das noch zu bewerkstelligen, wenn dann 10 Leute in der Woche kommen, das ginge nicht. Also bitte nur, wenn ihr euch wirklich für Andreas e-tron S interessiert. Ich glaube aber immer noch aktuell, dass er sich das Auto zurückholen wird, wenn ihr mich fragt. Muss ich mal abwarten. Also ich glaube, du wirst es... Schmerzgefühl noch 4 bis 5 Wochen ist. Glaubst du, du wirst den Wagen vermissen oder bist du da eher so... Ich sehe das Ganze sehr neutral, wirklich. Also für dich ist es nicht... Ihr habt ja noch einen Lamborghini Urus. Oh, nicht, Mann, war ein Witz. Zwei. Nee, das war nur ein Scherz, bevor hier gleich aufkommt. Hier, ne? Nee, also, ja, Frauen sind da ein bisschen neutraler immer mit sowas. Männer haben so eher so diese Emotionen dahinter. Schaut mal, ihr kennt übrigens wahrscheinlich Andreas, zumindest euer Kopf, wenn ihr nämlich im Mediamarkt wart. Die Lichter, die Andreas Firma hier vertreibt, sind zum Beispiel im Mediamarkt vorzufinden. Ne? LED-Deckenbeleuchtung. Komm, gucken wir doch mal, um das Ganze mal ein bisschen persönlicher zu machen, an, was ihr hier doch eigentlich macht. Ja? Also ihr verkauft LED. Gut, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Und hier hinter uns ist ein Lager. Gell? Drüben ist auch noch eins. Gucken wir uns das doch mal kurz an. Also hier ist ein Lager. Ja, das ist das kleine Lager. Das Kleinteile-Lager. Hier sind verschiedene Leuchten eingelagert, die halt... klein sind, und drüben ist das Lager für eher die Industriebeleuchtung, Werbebeleuchtung, die wir selbst produzieren. Also wir haben eine eigene Fertigung hier in Köln, wo wir mit der Behindertenwerkstatt zusammenarbeiten, die fertigen für uns Leuchten. Mhm. Genau, versuchen das auch immer sehr nachhaltig zu gestalten. Das heißt, wir nehmen überwiegend recyceltes Aluminium. Alle Komponenten sind bei uns austauschbar. Sehr lange Lebensdauer von mindestens 5 bis 10 Jahren. Und deswegen, das war auch damals der Grund, die Firma zu gründen vor, ja, jetzt 12 Jahren, das war 2009. Jetzt sind 11 Jahre, ne? Mhm, mittlerweile, ja. Ja, okay. 12. Ja. Nee, 11. 11 Jahre. Wenn sich zwei Mathematiker treffen. Genau. quasi ein Teil der Energiewende zu sein, weil gerade durch die Umrüstung auf LED können die Kunden 60 bis 70% Strom einsparen, plus CO2. Da haben wir oft Amortisationszeiten von, ich sag mal, kleiner 3 Jahren, was sich A für den Kaufmann rechnet und B auch gut für die Umwelt ist, weil man einen ganzen Haufen Energie einsparen kann. Das ist super. Bei dir halt war, das habe ich schon immer gemerkt, beim Andreas war schon immer dieser Nachhaltigkeitsgedanke dabei, weswegen er auch auf Krampf wirklich Elektro fahren wollte. Und ich habe ihm schon gesagt, du kannst es mit deinem Gewissen vereinbaren bei deinem Fahrprofil, wenn du es nicht tust. Und er wollte noch und hat gemacht. Dann kam der e-tron S, ehe er dann wirklich gemerkt hat, okay, in der Praxis geht halt einfach nicht. Und deswegen jetzt die Entscheidung, so wie sie ist. Wenn wir jetzt schon hier sind bei den kleinen Leuchten, möchtest du vielleicht für die Carmania-Zuschauer irgendein cooles Paket machen? So, Genau, also wir haben uns eine kleine Verlosung überlegt. Wir stellen ein Leuchtmittel-Set zusammen, was wir euch auch gleich mal zeigen. Das besteht aus einer Birne, aus einer Kerze und einem Spot. Wir machen ein sehr schönes warm-weißes Licht. Das werden wir verlosen als Gesamtpaket. Wir werden später unten eine E-Mail-Adresse einblenden. In der Beschreibungsbox, genau. Beschreibungsbox. Und da zählt ihr uns einfach zusammen, wie viel Leuchtmittel habt ihr in eurem Haus oder Wohnung. Na, gute Idee, weil man weiß ja nicht, vielleicht hat einer, braucht einer nur 2, der andere 6. Genau. Und da werden wir entsprechend verlosen und der Gewinner bekommt dann von uns das Leuchtmittelset. Ja, cool. Ist doch supi, oder? Kriegt den Leuchtmittelset auf jeden Fall. LED, hochwertiges Zeug für euch zu Hause. Ja, davon will ich auch was. Genau, und dann gehen wir noch rüber ins andere Lager und quatschen so ein bisschen auch noch, während du wieder mal hier für dich arbeiten lässt. Hier ist unser Büro. Das ist übrigens so süß, schaut euch das mal an. Mei. Ich habe 3 Kinder, deswegen wäre ein Hund mein Todesstoß. Aber das ist schon wirklich ultra putzig. Ich irgendwann mal der Bürohund, wenn sie dann ausgewachsen ist und so, Paula. Sind die jetzt schon Bürohund? Schon, aber sie muss noch viel lernen. Ob sie Model wäre, ne? Ja, genau, wie sie den Kopf dahin tut. Ihr habt den Fiat 500e genommen, was macht ihr damit? Den benutzt überwiegend meine Frau. Mhm. Wir fahren innerhalb Kölns oder ja, wenn wir nach Hause fahren. Also ihr fahrt trotzdem auf Kurzstrecke halt eben nicht mit dem Verbrenner jetzt? Nein. Sondern auch wenn du dich mal irgendwie so... 95% mit dem Audi, mit dem Fiat. 95%? Wow. Also privat fahren wir eigentlich nur damit, weil macht wahnsinnig viel Spaß. Das Ding fährt sich wie ein Go-Kart. Wir kommen so 220, 230 Kilometer. Ja, sauber. Also da sieht man ja, der Wille ist da, ne? Also... Und macht unfassbar viel Spaß, das Ding zu fahren. Ist ein schönes Auto, gell? Auch von innen. Ja, ne? Ja, und dank deinem Video, wann war das? Ja, ich glaube, es war Oktober. Ja. Genau.
haben wir den Wagen bestellt in Bayern. Und da gab es dann einen Händler, wo der kurzfristig lieferbar war. Und ja, sind da sehr glücklich mit. Schön, das freut mich doch zu hören. Also nach wie vor elektrisch unterwegs. Und das ist auch das, was ich vielen empfehle, die wirklich so ein Profil haben wie der Andreas. Leute, halt für die Langstrecke ein Verbrenner, sofern es der Geldbeutel möglich macht. Und dann halt für die Stadt sowas. Weil was willst du mit einem Audi S6 halt so innerstädtischen? Ist ja auch viel größer und allgemein der pro 100 Kilometer Preis, obwohl der wirklich, mich wirklich in der Effizienz überrascht hat. So, das ist echt keine, das Letzte, was ich jetzt will, ist... Guter Diesel verbraucht auch heutzutage weniger, ne? Ja, ja, also, klar. Kann man schon mit 6-7 Litern bewegen. Ja, also ich bin nach wie vor großer E-Mobilitäts-Fan. Auch der e-tron S ist ein super geiles Auto. Ich hatte davor einen Tesla Model S und X, das waren auch gute Autos. Die haben nach wie vor den Vorteil von der Ladeinfrastruktur. Ich glaube, dein Auto ist der EQS. Na, abwarten. Ne? Das ist so das Auto für ihn. Ne? Einfach mal 500 Kilometer runterreißen, aber dann auch nicht mit 180 km/h, ne? Also ein bisschen langsamer. Aber das wird sich vielleicht eh nicht mehr ändern. So, hier ist das andere Lager. Genau. Ja? Hier ist unser Hochregallager. Da haben wir unsere Leuchten eingelagert für unsere Gewerbe- und Industriekunden. Der Versand erfolgt hier meistens innerhalb von 2 bis 3 Tagen. Mhm. Und halt direkt mit beliefern können. Und ja, ich würde vorschlagen, wir holen jetzt einfach mal die Leuchtmittel runter. Genau, hol das mal runter und dann erzähle ich noch ein bisschen was Persönliches über dich, was ich wirklich beeindruckend finde. Es ist halt einfach immer das, wenn du so, guck mal, ich habe eine sehr gute Kamera, die DJI Osmo Pocket. Seht ihr seine Haut? Die ist deswegen so der Mistkerl, der ist halt einfach mal glatte 5 Jahre jünger als ich. Er ist 30 Grad geworden und sieht sehr jung aus und ist es auch. Und das Krasse ist, er hat sich das, wie ich das ja schon gesagt habe, komplett selber aufgebaut. Ja, er hat angefangen, so Modellflugzeuge waren das damals, gell? Genau. Modellflugzeuge zu importieren und hat die dann hier verkauft, hat sich schon mal so ein bisschen mit dem Importgeschäft auseinandergesetzt. Da warst du 16, gell? Genau. Und danach hat er angefangen, weil er beruflich als Elektrotechniker, was er gelernt hat, LEDs immer zusammenzulöten, hat er den Braten gerochen und hat gesagt, hey, LED, das ist die Technik der Zukunft, hat sich was getraut und hat dann angefangen so, ne, Türklinken putzen, hat noch klein aus dem Homeoffice, so dass man halt nicht, du kannst ja nicht, mittlerweile hast du ja auch VW und Audi als Kunden, gell? Also wir betreuen vom kleinen Mittelständler bis Großkonzern unterschiedliches Klientel, produzierendes Gewerbe, Logistikunternehmen, Autohäuser, also quasi jeden Kunden, der eine große Halle hat, Bürobeleuchtung, ja, genau. Und das kannst du natürlich nicht machen, um solche Kunden zu gewinnen, wenn du alleine hingehst und sagst, ja hallo, ich bin der Andreas, ich bin 20 und ich verkaufe Ihnen LED. Das heißt, er muss natürlich auch den Spagat schaffen, sich so darzustellen, dass es weder too much ist, noch zu wenig. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig und das macht er, das ist ein super bodenständiger Typ. Ich sage das einfach dafür, deswegen dazu, weil erfolgreiche Menschen werden das sowieso richtig verstehen. Aber es gibt halt so ein paar Neider in Deutschland, wo ich finde, eher das beste Beispiel einfach ist, zu sagen, hey, wenn man fleißig ist, sich was traut und nicht nach dem Mainstream schwimmt, dann erreicht man sowas. Und dann hat man halt einen e-tron S und einen S6 und einen Fiat 500e. Das ist jetzt nichts Protziges und so. Er hätte auch was viel krasseres nehmen können, zum Beispiel einen RS6 oder so, hat er aber nicht, weil er trotzdem noch diesen Gedanken dahinter hat. Das finde ich einfach sehr gut und ich finde es einfach top. Ich finde es super, wie er das macht und deswegen möchte ich bitte, dass das honoriert wird und nicht kritisiert wird. Wer hart arbeitet und halt auch natürlich die Last des Selbstständigen, so wie ich, auf den Schultern hat, sollte, finde ich, nicht verurteilt werden von anderen, die sich halt vielleicht nicht trauen. Ist ja auch okay. Es gibt Menschen, die sich das nicht trauen und ich verstehe es auch, dass sie sich nicht trauen, aber ich finde, dann darf man halt nicht allzu sehr maulen, weil das ist kein 9-to-5-Job. Ne? Das stimmt, aber soll vielleicht auch eine Motivation für den einen oder anderen sein, sich einfach selbstständig zu machen. Genau, motiviert euch einfach dadurch. Irgendwas hat. Genau. Ich glaube, gerade zur Corona-Zeit ist es vielleicht auch ein richtiger Zeitpunkt, in der Krise zu starten. Also ich habe das Unternehmen 2009 gegründet, da war ja auch die letzte Krise große. Da warst du 19. Nee, 18. 18? 18, ja. LMAA. Und, ja, wenn man Bock hat auf irgendwas und man will sich selbstständig machen, einfach ausprobieren. Da gibt es viele gute Zeiten, aber viele schlechte Zeiten. Und ja, ich bin da wahnsinnig dankbar. Wir haben ganz tolle Kunden, ganz tolle Kollegen und Mitarbeiter, mit denen wir das hier machen. Und ja. Mir war es einfach nur wichtig, dass die Leute, weil du wirklich sehr jung aussiehst und natürlich Daniela auch, das ist halt nicht so dieses in den Kommentaren dann, möchte ich einfach nicht sehen, ja, Berufssohn, ah, hat dir Papi schön die Firma übergeben. Möchte ich einfach nicht sehen, weil es nicht so ist. Wenn es so wäre, dann würde ich es nicht thematisieren, weil es ist ja dann auch nicht meine Angelegenheit, aber erst recht, wenn es nicht so ist und sich jemand den Arsch aufgerissen hat, will ich das halt einfach nicht sehen. So, was hast du uns hier denn runter, was hast du uns denn hier mitgebracht? Einerseits hier die Kerzen, das ist immer ein 2- und ein 4er-Set. Für euch gibt es
Für die Carmaniac-Zuschauer gibt es ein Viererset. Ja. Weil du eben gefragt hast, wie die Kerze aussieht. Die sieht so aus, also ganz klassisch wie so eine... Ah, okay, ja. Verstehe. Spot, die Augenmaffia-Sets. Falls ihr bei der Verlosung nicht dabei seid, ihr könnt die auch gerne über Amazon bestellen, über der Marke Generation LED. Also wenn ihr bei der Verlosung nicht gewinnt, genau, quasi. Richtig, mhm. Genau, das sind hier so GU10 und MS16 Spots, die legen wir dazu. Aha. Ja, also die sehen halt aus wie ein klassischer Halogen-Spot, weil LED hat ja oft den Nachteil oder den Ruf, es macht ein sehr bläuliches oder grünes Licht oder ist grell. Du, das musst du aber den Elektroauto-Zuschauern hier nicht sagen, ne? Okay. Weil die sind auf Nachhaltigkeit da, die verzichten gerne auf Halogen. Dann haben wir hier noch die Globe-Würde. Ist momentan ziemlich im Trend, so als, ja, also viele Leute hängen sich da einfach nur eine Fassung an die Decke und lassen die hier so als Designelement runterhängen. Das ist geil, ja, das finde ich auch sehr gut. Ja. So, das haben wir noch. Und dann... Okay, jetzt hat man die Kerze, jetzt hat man den Spot. Die große Birne, genau. Ja, die große Birne und dann haben wir jetzt hier noch den Ersatz für die klassische Glühbirne. 60 Watt, die verbraucht jetzt 8 Watt. Du weißt aber schon, dass die Leute, die jetzt schreiben werden, die schreiben wahrscheinlich viel mehr Glühbirnen, als dass sie eigentlich brauchen, weil sie einfach Reserve haben wollen von einem guten Zeug hier. Ist so, können wir nicht nachvollziehen, oder? Nee. Also der Zuschauer kann dann einfach drauf schreiben, hey, ich bin der Roland und ich bin die Tamara. Genau. Und ich möchte unbedingt vom Andreas und von der Daniela LED-Birnen und ich brauche 100 Stück, okay. Ja, du setzt den Leuten keine Flausen in den Kopf. Die landen dann alle auf eBay und Amazon und die behalten dann den Rest für sich zu Hause und den überschüssige verkaufen. Ja, ich kann schon die Stückzettel angeben, die sie jetzt momentan zu Hause montiert haben. Werden sie nicht, keine und, Sorge. Dann werden wir das fair auslosen und der Gewinner kriegt dann das Paket. Ja, cool. Vielleicht noch eine kleine Zusatzüberraschung. Schauen wir mal, was wir uns da noch einfallen lassen können. Sowas ist immer schön. Da merkt man, das ist ein guter Geschäftsmann. Ja, ja, das ist die Story von Andreas und Daniela. Zu Daniela laufen wir jetzt auch noch mal zurück. Ich habe 97% männliche Zuschauer. Sie wollen sie einfach sehen. Das ist einfach so. Nun lass mal das Verdeck runter bei dem schönen Wetter. Sieht ja schlimm aus. Und wasch das Auto. Hier, ne, das ist auch bei dem hier, der ist einfach, die Farbe ist geil, diese, schaut mal. Deswegen habe ich mich in den e-tron S eigentlich so ein bisschen verliebt, weil er halt unfassbar viel Power hat, die Ladeleistung ist brutal und das einzige Problem ist, er säuft halt sau viel. Es ist halt einfach kein Langstreckenfahrzeug und es gibt halt noch so Probleme, die ich halt so, ich kann es euch oben rechts verlinken, ich habe so ein 8000 Kilometer, ja, der Schlüssel ist drin, so ein 8000 Kilometer, Fazitvideo über meinen e-tron gemacht. Es gibt schon einige Punkte, die ich so an dem Auto kritisiere, wie zum Beispiel der Materialmix innen ist jetzt halt nicht so wie bei einem Q8 oder sowas, obwohl er definitiv in der Preisklasse des Q8 ist, aber die Kotflügelverbreiterung und dann diese Felgen, schaut euch das mal an, das sieht halt einfach brutal aus. Ja, ja, derjenige, der sich für das Auto interessiert, wird sicherlich wissen wollen, wie ist der Zustand. Also es ist kein... Zustand ist neuwertig. Also klar, ich bin ja mit Autobahn gefahren, jetzt innerhalb von den... Seit wann habe ich den? Februar bis jetzt knapp 7000 Kilometer, weil ich halt die ganz langen Strecken nach wie vor mit dem Diesel gemacht habe. Der Wagen ist aktuell noch im neuwertigen Zustand. Keine Felgendetscher, das gut, zeigen wir auch nochmal, weil es ist ja auch so eine kleine Vorabbesichtigung für die Leute. Na, doch, hier ist eine kleine Kerbe, nur dass wir es festhalten. Ja. Hier ist eine kleine Kerbe. Ist aber, glaube ich, im Rahmen der Toleranz beim Leasing sowas bis 3 cm ist das, glaube ich. Hier ist alles in Ordnung. So, mal angucken und hier auf der anderen Seite, so, also eine kleine Vorabbesichtigung für euch von eurem zukünftigen Auto vielleicht, ja, und hier noch, hier ist keine Kerbe, ne? Boah, sind die geil, diese matten Felgen sind schon wirklich geil. Ja, auch schön sind die orangenen Bremssättel. Ja, die gefallen mir auch sehr gut. Ein Spiegel, die war am Anfang ein Stück weit gewöhnungsbedürftig, aber jetzt sind sie... Und das meinte ich mit Materialmix. Dieses Material hier, das ist halt einfach so, ich weiß nicht, ne? Ah, okay, schau mal, du hast hier gar kein Leder. Ich habe hier das in Leder mit Kontrastnaht, weil ich ja diese Konturledersitze habe und da ist das hier auch in Leder. Ja. Warst du da am Armaturenbrett auch? Ja, da habe ich auch Leder oben. Okay. Ja, ja. Das sieht man bei 120.000 Euro, dass das noch nicht mit dabei ist. Das ist ja eigentlich shame on you, Audi. Ne? Wirklich, oder?
Also, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr unempfindlich. Ne? Ja, aber es ist unempfindlich, aber für 120.000 Euro ist man ja gewöhnt, dass man ein bisschen aufpassen muss oder so. Ne? Ja, und sonst haben wir auch keine Schäden oder sowas. Ne? Schaut euch das mal an, keine Dacia oder Dacia. Also jetzt nicht Dacia, die Marke Dacia, sondern keine Dacia. So, hier vorne auch nichts. Ja, also tippitoppi, das Auto. Ist ja auch ein Mensch, der seine Autos pfleglich behandelt. Schließlich ist er ja ein Autoliebhaber. Gut, jetzt habt ihr den gesehen. Wie gesagt, unten in der Beschreibungsbox findet ihr den Link zu dem Auto. Da machen wir noch irgendwas so rein, so bei, keine Ahnung, irgendein Autoportal, damit die Leute sich auch mal ein paar Fotos angucken können oder sowas. Ja, wir haben alles gezeigt. Wir haben die Verlosung gemacht, liebe Daniela. Und dann hoffen wir, dass euer hübscher, breiter, dick Po e-tron einen neuen Besitzer findet, oder? Ne? Sofern er den dann noch abgeben will. Sofern ich, sage ich ja auch. Also ich bin auch relativ überzeugt, du wirst mich spätestens in 4 Wochen anrufen und sagen, hey, ich will den wiederholen. Und ich höre wahrscheinlich jeden zweiten Tag, bist du dir sicher, dass wir den weggeben sollen? Bist du dir sicher? Tja, aber wenn ihn halt jemand nimmt, dann nimmt er ihn, ne? Das stimmt. Ja, genau. Dann aber ist ja, auch die Vernunft, ist ja auch die vernünftigere Entscheidung, weil wirklich ein S6 und e-tron S braucht doch kein Mensch. Ja. Nein, also ist vielleicht halt auch, also der e-tron, der S6, den habe ich jetzt auch nur für zwei Jahre geleased. Mhm. Die hatten eine besonders gute Leasingkondition und wer weiß, was es in 2 Jahren gibt. Ja, eben. Da ist da die Ladeinfrastruktur besser, die Reichweiten sind länger, es kam jetzt der EQS raus mit 800 Kilometer. Reichweite hat er doch, oder? Na gut, also ich bin ihn gefahren und wenn du so fährst, wie du fährst, oder ein bisschen langsamer, sagen wir mal so 150, kommst du halt so 450 okay. Kilometer weit. Aber das reicht ja. Also, das reicht, ja. Ne? Und 31 Minuten zum Nachladen auf 80% ist halt schon super. Also da, glaube ich, kann man echt nicht meckern. Und ich hoffe, euch hat das hier gefallen, ja, in Köln. Aber du hast einen schwäbischen Akzent, ne? Ja. Ah. Einen kleinen Weg. Kommst du aus dem Schwabeländle, ne? Ja, aus dem Allgäu eigentlich. Ja, aus dem Allgäu, wie der Ahmad. Ne, aus dem Allgäu nicht, der kommt nicht aus dem Allgäu, der kommt ja eigentlich aus dem Libanon. Und dann weiterführend kommt er natürlich aus Mannheim, ne? Ja, ihr seid wirklich ein super süßes Team, muss ich echt sagen, muss ich auch echt betonen. Und ich wünsche dir oder euch, dass das Auto wegkommt, auch wenn das jetzt blöd klingt, aber es ist halt nichts für euch. Und ich werde euer Baby jeden Tag streicheln und gut behandeln. Und nur sehr selten damit querfahren im Drift-Modus. Nee, auf jeden Fall. Nicht vergessen werdet ihr vielleicht, ich habe ja auch viele Selbstständige mit dabei in meinen Videos, die das gucken, auch selber Firmen haben. Rüstet auf LED um, Leute. Das ist jetzt auch wirklich keine bezahlte Werbung oder sowas. Das möchte ich echt betonen. Hier LED Technics Germany. So schaut's aus. Und wendet euch einfach an Andreas und Daniela und sagt Bescheid, ihr kommt von Carmania, kriegt ihr vielleicht noch einen kleinen Rabatt für eure Halle oder sowas. Und natürlich die Verlosung nicht vergessen. Ja, und dann mache ich mich jetzt mal mit dem e-tron S auf den Rückweg nach München. Das sind 600 Kilometer. Überlegt mir noch, ob ich es dokumentiere. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Aber ich habe meiner Tochter versprochen, ich bin zum Abendessen zu Hause. Und genau dieser Mission muss ich mich jetzt widmen. Es folgen noch viele sehr interessante Videos hier. Versprochen, dafür gebe ich mein Herzblut, so wie die beiden hier ihr Herzblut für LED geben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch diese mal persönliche Geschichte interessiert hat und euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Und euch beiden Süßen wünsche ich ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Ciao.